Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem kleinen Videoblog zur Bundesliga. Dieses Mal zur Relegation. Ich hatte ja gesagt, dass ich noch ein kleines Video machen möchte. Es wird nicht allzu lange gehen, weil ich nicht so viel dazu zu sagen habe oder nicht dass ich so viel dazu sagen kann. Kommen wir erstmal zur Relegation der zweiten Bundesliga. Und zwar spielt da aus der dritten Liga Holstein Kiel gegen aus der zweiten Liga 1860 München. Dazu kann ich noch weniger sagen als zum Duell HSV gegen KSC, was einfach daran liegt, dass also dritte Bundesliga verfolge ich eigentlich überhaupt nicht. Ich gucke halt ab und zu mal, ja, wo steht Chemnitz, wo steht Dresden, einfach weil es eben sächsische Mannschaften sind und man da halt immer logischerweise so ein bisschen regional bezogen sich dafür interessiert, aber nicht mal da großartig. Also ich weiß weder, wann Dresden oder Chemnitz das letzte Spiel gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt hat, sondern man guckt einfach immer mal so ein bisschen, was ist das für eine Platzierung, in der Hoffnung, dass sie halt vielleicht irgendwann mal wieder aufsteigen in die zweite Liga oder Chemnitz vor allem in die zweite Liga. Aber ansonsten interessiert mich wirklich null für die dritte Liga. Ich weiß noch nicht mal, wer absteigt oder sowas. Ich kann mir ja mal die Tabelle angucken. Tabelle, dritte Liga. Spaßeshalber. Und zwar direkte Aufsteiger sind Arminia Bielefeld und MSV Duisburg. Holstein Kiel geht, wie gesagt, in die Relegation. Dresden ist Sechster, Chemnitz ist Fünfter. Also waren gar nicht so weit weg von den oberen Plätzen. Gute Saison gespielt, beide Mannschaften, wie es aussieht. Ich hoffe mal, dass das dann nächstes Jahr genauso weitergeht. Vielleicht, wenn jemand aufsteigt, dann haben wir ja auch nächstes Jahr Aue als weitere sächsische Mannschaft in der dritten Liga, sodass wir dann quasi den richtigen Sachsenblock haben. Gibt es noch irgendeine sächsische Mannschaft? Ne, es gibt noch ein paar ostdeutsche Mannschaften. Hansa Rostock zum Beispiel, sehe ich jetzt hier. Rot-Weiß Erfurt, müsste ja auch ostdeutsch sein. Ist Erfurt ostdeutsch? Bin mir gerade nicht sicher, aber Erfurt ist doch Sachsen-Anhalt, ne? Ich glaube, also müsste auch, also wir haben hier auf jeden Fall einen Ostdeutschland-Block drin und auch einen kleinen Sachsen-Block mit dann Dresden, Aue, Dynamo. Ja, aber wie gesagt, sonst kann ich nichts über die dritte Liga sagen. Ich habe keinen Plan, ich weiß auch nicht, wie Kiel gespielt hat oder sowas. Was ich sagen kann, ist, dass ich es ja doch überraschend fand, dass 1860 München so schwach gespielt hat diese Saison und fast halt direkt abgestiegen wäre und jetzt immer noch absteigen können. 1860 München ist so ein Verein für mich, obwohl ich erst seit kurzem Fußball anschaue und gar nicht mehr richtig mitbekommen habe, wo die noch in der ersten Liga waren. Das ist für mich so ein Verein, der eigentlich in die erste Liga gehört. Deswegen merkwürdiges Ding. Das einzige wirklich aller einzige Spiel, was ich bisher je gesehen habe, Fußball, war ein Bundesligaspiel, und zwar 1860 München gegen Bremen, damals natürlich noch in der ersten Liga. Das war ein Ausflug mit unserem damaligen Sportlehrer, der ein sehr großer, begeisterter Fußballfan war und auch viele Spieler gut kannte, mit ein paar auch gut befreundet war. Also ja, da war das einfach so ein Schulausflug. Da habe ich, glaube ich, damals auch das erste Mal Schnaps geklaut. Also was heißt Schnaps geklaut? Wir sind mit einem Bus dahin gefahren und in diesem Bus lag halt vorne beim Busfahrer so ein großer Korb mit solchen kleinen Schnapsfläschchen drin. Also das war irgendein Ausflugsbus und wahrscheinlich waren da immer Rentner dabei oder so und die haben immer diese kleinen Schnäppchen getrunken. Und auf jeden Fall bin ich da mit zwei Freunden auf die Idee gekommen, komm, wir klauen jetzt mal so eine kleine Flasche. Und da habe ich dann so eine kleine Flasche geklaut und habe die genommen, die für mich damals am interessantesten aussah. Und das war natürlich Unterberg, weil die noch so extra eingewickelt war. Dann haben wir die halt mitgenommen. Das war, wie gesagt, so eine kleine 0,2 Flasche oder maximal 0,4, also CL, 4CL Flasche. Und dann haben wir die halt eingesteckt, aufgemacht, gekostet und jeder einen kleinen Schluck gekostet und den Rest weggeschmissen, weil das ja so eklig ist, Unterberg. Ach, so bitter, so ekelhaft. Egal, Bremen, München, ich glaube, damals hat Bremen gewonnen. Und deswegen, weil ich halt damals München gesehen habe, gehören die für mich irgendwie in die erste Liga. Ich würde mir wünschen, dass 1860 München gewinnt und die wenigstens in der zweiten Liga bleiben, aber so richtig wichtig ist es mir nicht. Wenn Holstein Kiel gewinnt, ist mir eigentlich auch egal. Kommen wir jetzt zur Bundesliga. Da spielt, wie gesagt, Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Das ist morgen dann der Fall. Zuerst in Hamburg und dann am Montag, am 1.6. auswärts in Karlsruhe. Ja, was soll ich sagen? Hamburger SV hat auf jeden Fall Erfahrung, was Abstiegskampf angeht, was Relegation angeht. Letztes Jahr haben sie nicht mal gewonnen. Da haben sie auswärts 1-1 gespielt und zu Hause 0-0. Und durchs Auswärtstor haben sie dann eben es geschafft, in der Liga zu bleiben. Ich würde sagen, dass der Fußballgott bisher immer ein Hamburger war. Vielleicht bleibt das so. Ich rechne auf jeden Fall bei Hamburg rechne ich höhere Chancen aus. Also, die haben jetzt die letzten Spiele ja auch nicht immer total mega schlecht gespielt. Die haben auch Tore geschossen. Die haben das letzte Spiel 2-0 gewonnen.
und wissen einfach, wie Relegation funktioniert. Natürlich ist da alles möglich. Es kann auch Hamburg verlieren und Karlsruhe aufsteigen. Aber ich denke, dass Hamburg hier die besseren Chancen hat. Und ob das dann verdient ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Letztes Jahr hat Hamburg, wie gesagt, die Relegation geschafft und es war auf jeden Fall nicht verdient. Also letztes Jahr hätten sie auf jeden Fall absteigen müssen. Die hatten einfach Glück in den zwei Relegationsspielen. Mal schauen, wie es diesmal ist. Vielleicht ist es diesmal umgedreht. Sie spielen gut und haben Pech. Weiß man nicht. Ich drücke auf jeden Fall Hamburg die Daumen. Ich mag Hamburg, auch wenn sie es, ja, ich weiß nicht, so wie die letzten Jahre immer gespielt haben, haben sie es eigentlich verdient, in der ersten Liga zu bleiben. Das ist ganz klar, das muss ich leider so sagen, auch wenn ich Hamburg mag und mir wünsche, dass sie in der ersten Liga bleiben. Im Endeffekt ist ja immer das Gleiche. Wenn man halt Sympathien hat für Hamburg, dann wünscht man sich, dass sie in der Liga bleiben und in der nächsten Saison alles besser wird. Und dann sieht man halt wieder, dass es in der nächsten Saison wieder genauso scheiße wird und dann hofft man genau das Gleiche, dass sie in der Liga bleiben und es in der nächsten Saison besser wird. Also ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich hoffe, wie gesagt, dass die in der Liga bleiben und alles besser wird nächste Saison, aber ich gehe irgendwie nicht davon aus. Aber ich habe diesmal irgendwann ein gutes Gefühl mit dem Trainer Labbadia. Eigentlich war ich kein Fan von Labbadia, aber der scheint wohl zu Hamburg zu passen. Das größte Problem ist meiner Meinung nach nach wie vor einfach die Abwehr und die Stimmung wahrscheinlich im Team. Die sind einfach keine Mannschaft. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, es ist aber nicht so, dass die irgendwie super schlechte Spieler haben. Die kaufen ja auch immer recht gute Spieler. Also da gibt es andere Mannschaften in der Bundesliga, die viel, viel schlechtere Spieler haben. Mein Tipp, obwohl ich ja überhaupt keine Ahnung habe, mein Tipp ist halt nach wie vor viel mehr mit dem Nachwuchs arbeiten und versuchen halt wirklich da ein Team zu bilden und halt direkt von Anfang an der Saison halt, wie gesagt, wirklich mal aus dem eigenen Nachwuchs, die werden ja wohl eine gute Nachwuchsschmiede haben und einfach mal 3-4 Spieler ins Team versuchen zu integrieren, dass man vielleicht auch eher versucht, einen Zusammenhalt in der Defensive zu schaffen und das von Anfang an der Saison und denen dann mal eine Chance geben, dann verlieren sie halt die ersten 5 Spiele in Folge oder spielen halt eine schlechte Hinrunde. Aber so wie es bisher lief, war es auch immer schlecht, von daher mal was Neues probieren, über die eigene Jugend kommen und vor allem die Defensive festigen. Nach vorn geht immer irgendwas, vorn schießt man immer mal ein Tor, wenn es nach dem Standard ist, deswegen, ja. Das wäre so meine Meinung dazu. Zum Karlsruher SC kann ich wirklich überhaupt gar nichts sagen. Ich habe keine Ahnung von dem Verein. Ich kenne keinen einzigen Spieler. Ich weiß nicht, wer der Trainer ist. Ich habe nur mitbekommen, dass Darmstadt seit 33 Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder erste Liga spielt. Karlsruher SC hat er nicht sogar, war das nicht ein Gründungsmitglied der ersten Liga oder war zumindest auch mal erste Liga? Keine Ahnung. Ich kann nichts weiter dazu sagen. Ich bin gespannt auf das Spiel morgen. Heute Abend schaue ich mir natürlich Europa League an. Sevilla gegen Dniepropetrovsk. Schöner Name. Und wenn Sevilla gewinnt, dann haben sie es, glaube ich, zum zweiten Mal geschafft, den Europa League Titel zu verteidigen. Das haben sie, glaube ich, schon mal geschafft. Und letztes Jahr haben sie ja auch gewonnen. Dementsprechend, ja, mal schauen. Aber natürlich bin ich für den Außenseiter, weil mir ist scheißegal, ob Sevilla gewinnt oder Dniepropetrovsk. Aber da Dniepropetrovsk, glaube ich, das allererste Mal überhaupt im Viertelfinale stand und jetzt sogar schon im Finale steht, und es wahrscheinlich auch, ist es die erste deutsche Mannschaft dann, die erste ukrainische Mannschaft, die in Europa League, oh mein Gott, Europa League Pokal gewinnt, könnte sein, weiß ich nicht. Wer auf jeden Fall seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder eine Mannschaft, die den Titel gewinnt, bei der man es überhaupt nicht erwartet hätte. Und ich würde sagen, die steht auch, ja, verdient im Finale. Das, was ich mitbekommen hatte, haben sie ziemlich gut gespielt gegen auch ziemlich starke Gegner. Dementsprechend, ich bin echt gespannt und freue mich auf das Spiel heute Abend. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Sevilla gewinnt. Aber würde mich für Dniepropetrovsk freuen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ich denke, ich werde dann versuchen, nochmal ein Video zu machen. Lass mich überlegen. Am Freitag spielt dann die zweite Bundesliga-Relegation. Am Samstag ist das Pokalfinale. Also werde ich versuchen, am Samstag noch ein Video zu machen. Als Nachbericht für die Relegation von HSV Karlsruhe und Kiel München. Und dann halt gleichzeitig in dem Video natürlich auch noch einen kleinen Vorbericht auf das Pokalfinale Wolfsburg gegen den BVB. Schauen wir mal. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, blub, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, macht's gut. Tschüss, tschüss. Guckt meine anderen Let's Plays.